In diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du jetzt im November, und es geht wirklich nur um den November, dein Tesla Model 3, was mindestens 6 Monate alt ist, so günstig verkaufen kannst, dass wenn du dir ein neues Tesla Model 3 in Deutschland kaufst, damit ein Geschäft machst. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Das ist ein Traum. Du hast ein altes Model 3 vor Facelift, also das ohne die Änderung, und möchtest es verkaufen. Es muss mindestens 6 Monate alt sein und es gibt Käufer, die dir so viel für das Model 3 zahlen, dass wenn du dir jetzt ein neues Model 3 bestellst und den Umweltbonus in Anspruch nimmst, noch extra Geld hast. Wie bin ich auf das Thema aufmerksam geworden? Ganz einfach, in den Messenger-Gruppen haben in den letzten Tagen immer mehr Leute davon berichtet, dass sie ihr gebrauchtes Tesla Model 3, zum Beispiel von März 2019 mit 40.000 Kilometer für 48.000, 49 oder teilweise bis zu 53.000 Euro verkauft haben. Sodass, wenn Sie jetzt ein neues Model 3 kaufen, nach Abzug des Umweltbonus sind das ja 47.470 Euro, die dafür fällig wären, zum Beispiel für einen Long Range, ein Plus machen. Wie kommt es dazu? Bisher ist Dänemark, denn um dänische Interessenten geht es hier, dafür bekannt, dass man dort günstig EU-Fahrzeuge kaufen kann als Deutscher und sie hier nach Deutschland importiert. Der Hintergrund ist ganz einfach. In Dänemark gibt es sehr hohe Steuern, auch eine Luxussteuer, sodass teilweise die Autos 150% vom normalen Kaufpreis kosten und deswegen die Autohersteller natürlich in Dänemark die Preise etwas niedriger ansetzen und man als Deutscher keine Steuern in Dänemark zahlen muss und dementsprechend die günstigen ausländischen, also dänischen Preise bekommt. Jetzt ist aber alles ganz anders. Dafür müssen wir in Dänemark recherchieren. Zum einen, wenn du dort ein Tesla Model 3 neu kaufst, Long Range, kostet das 459.563 Kronen. Wenn wir das umrechnen, landen wir hier so bei 63.000 Euro. Das ist insofern wichtig, weil nämlich in Dänemark gerade Elektroautos noch gefördert werden, allerdings nur bis zu einem Bruttolistenpreis von 400.000 Kronen. Das bedeutet so rund 53.620 Euro. Da liegt das Model 3 jetzt entsprechend drüber. Allerdings ist es so, wenn dieses Auto gebraucht ist und somit unter diesen 53.000 Euro kostet, fallen auch diese Luxussteuern nicht an. Das heißt, die Dänen haben gerade ein sehr großes Interesse. 2020 gilt diese Variante eben halt auch noch, ein Elektroauto aus Deutschland zu kaufen, was weniger als 53.000 Euro kostet. Und insofern sind natürlich die Tesla Model 3 sehr interessant. Also das heißt für dich, wenn du jetzt einen Tesla Model 3 fährst und gedacht hast, oh Mensch, schade, dass ich jetzt noch nicht das Facelift-Modell habe, sondern noch mit dem alten rumfahren muss, ich würde gern wechseln, dann solltest du dir das wirklich ganz konkret überlegen. Warum im November? Ganz einfach, zum einen ist es so, dass, soweit ich das recherchieren konnte, in Dänemark diese Möglichkeiten jetzt nur noch dieses Jahr bestehen. Und zum anderen haben wir auf der anderen Seite auch Druck im Kessel, nämlich beim Umweltbonus. Bisher ist es ja immer so, der Umweltbonus wird nicht in Anspruch genommen, es gibt Geld ohne Ende. Das ändert sich gerade. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist es so, dass die Fördermittel 2,09 Milliarden betragen. Dann habe ich geschaut, wie viele Anträge sind schon bewilligt worden. Stand September sind es 284.000 Anträge. Wenn man das jetzt mal ganz grob über den Daumen ausrechnet und sagt, jeder Antrag waren 6.000 Euro, das stimmt natürlich nicht, denn es sind ja auch Autos mit weniger gefördert worden. Es geht ja hier nur um den Bundesanteil, sondern es waren auch zum Beispiel Plug-in-Hybride dabei oder Autos über den 40.000 Euro Bruttolistenpreis. Aber nehmen wir einfach mal das Schlechteste an, 6.000 Euro, dann sind ungefähr 1,7 Milliarden weg. Das bedeutet, es sind noch 300 Millionen übrig.
Heißt im Umkehrschluss, so ungefähr 50.000 Autos können noch gefördert werden. 50.000 Autos hört sich auch schon mal ganz gut an, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Zulassungszahlen angucken vom September, wir haben leider nur die September-Daten, dann haben wir rein Elektroautos 21.000. Gehen wir mal davon aus, dass im Oktober ähnlich viele verkauft worden sind, dann sind wir auch hier so, ich denke mal so bei 25.000 bis 30.000 Elektroautos, die verkauft worden sind. Das heißt, es sind jetzt noch so 20.000, 25.000, vielleicht 30.000 Autos übrig. Das bedeutet, wenn du dieses Geschäft machen willst und da als Gewinner rausgehen möchtest, musst du natürlich entsprechend zeitnah jetzt reagieren, damit du dann hier auch den Umweltbonus noch bekommst. Frage ist, ist das überhaupt realistisch zu schaffen? Ich denke schon. Ich kann es dir natürlich nicht versprechen, das sage ich dir ganz offen, aber es ist so, dass aktuell 4 Schiffe von Tesla mit Tesla Model 3 unterwegs sind. Es gibt sehr viele sofort verfügbare Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Konfigurationen. Schau dir hierzu einfach mal die Tesla-Seite an. Das heißt, du kannst innerhalb von den nächsten 1, 2, 3, maximal 4, 5 Wochen auf jeden Fall einen neuen Tesla bekommen. Und es besteht auch nach wie vor die Möglichkeit, dass der Umweltbonus verlängert wird. Garantieren kann ich das natürlich nicht. Bisher war ich immer sehr davon überzeugt, dass er verlängert wird. Vielleicht wird er auch reduziert oder eben halt komplett einfach 1:1 verlängert. Ich weiß es nicht. Denn unter anderem hatte ja auch Herr Dies von VW gesagt, so nach dem Motto, nee, einen Umweltbonus brauchen wir nicht mehr, wir verkaufen so gut Elektroautos. Ich denke, das ist eine falsche Einschätzung, denn das hat man überall, zum Beispiel bei den Norwegern, denen und anderen Ländern gesehen, sobald die Fördermaßnahmen weg waren, sind die Zulassungszahlen extrem eingebrochen, weil eben noch aktuell zu hohe preisliche Unterschiede zwischen dem Auto mit Verbrennungsmotor und Elektroauto sind. Also insofern, es besteht eine durchaus realistische Chance, dass der Umweltbonus verlängert wird. Eine Garantie gibt es aber nicht. So, nehmen wir mal an, du möchtest dieses Geschäft machen, weil dir das neue Model 3 so gut gefällt. Wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, mach es. Das neue Model 3 ist sehr interessant. Zum Beispiel ist es so, dass jetzt mittlerweile das Model 3 Long Range durch die Wärmepumpe, die eingebaut wurde, eine so hohe Reichweite hat und auch noch verschiedene andere Effizienzmaßnahmen, zum Beispiel neue Reifen und andere Komponenten sind optimiert worden. Das ist wirklich vergleichbar auch auf der Langstrecke über 900 oder 1000 Kilometer mit einem Tesla Model S maximale Reichweite Raven Plus ist. Das heißt, du kriegst sozusagen für, ich glaube, 30.000 Euro sind es, wenn ich richtig im Kopf habe, weniger Geld, ein Auto, was hier dem Flaggschiff von Tesla ebenbürtig ist. Und dann hast du natürlich hier auch die aktuelle Batterietechnologie drin, die neueste Technik. Du hast den Chrome Delete, du hast im Innenraum die Staumöglichkeiten, Lademöglichkeiten fürs Telefon, USB-C, ein USB-A im Handschuhfach und. Also 1001 Sache, die hier verbessert worden ist. Ach so, die Heckklappe ist jetzt auch noch elektrisch für diejenigen, die das interessiert. Also du hast wirklich doch, also deswegen kann man fast sagen, ein Facelift Model 3 jetzt hier von Tesla vor die Tür gestellt und alle Fahrzeuge in Long Range, die jetzt gerade hier nach Deutschland kommen, haben also auch dieses neue Upgrade und teilweise eben halt auch aus China die Standard Reichweite Plus. Also da musst du dir nochmal ganz genau angucken, ob das Fahrzeug die Modifikation hat oder nicht. Das siehst du zum einen natürlich am Chrome Delete, das sieht man sofort auf den Bildern, aber auch an der entsprechenden Reichweite. Also das heißt, es ist durchaus interessant, sich ein neues Model 3 jetzt zu kaufen. Wie funktioniert das jetzt, wenn du sagst, okay, ich mach's? Also, im Prinzip ist es so, dass du in Dänemark natürlich auch Autobörsen hast, wie hier bei uns Autoscout, Automobile und so weiter. Ich habe dir unter dem Video in der Beschreibungsbox die Links zu diesen verschiedenen Autobörsen reingestellt. Das heißt, du kannst dort dann zum Beispiel auf Englisch deine Anzeige einstellen. Mit einem Übersetzungsprogramm vom Webbrowser kannst du diese Seiten aufrufen. Oder du stellst eben halt auch in einem deutschen Automobilportal dein Model 3 rein und am besten immer auch auf Englisch und dementsprechend kann es dann sein, dass du von den dänischen Händlern angesprochen wird, die natürlich jetzt auch gerade wirklich in Massen die Model 3 einkaufen, auch dann hier aus Deutschland mit dem Sammeltransport abholen und nach Dänemark liefern.
Ich zeige dir einfach mal so eine dänische Automobilseite, die heißt hier Bilbasen und dort findest du eben halt die unterschiedlichsten Modelle. Was, wie gesagt, für dich wichtig ist, über 53.000 wirst du nichts bekommen. Das muss dir schon mal klar sein. Das ist der bestmögliche Preis. Der Händler will natürlich auch noch eine gewisse Marge haben. Also das heißt, er wird das Auto nicht für mehr als 53.000 Euro umgerechnet verkaufen können. Dementsprechend wird sich das alles so um die, ich sag mal, 48.000 bis 50.000 Euro von den Angeboten für dein Auto dann bewegen. Meisten bekommst du natürlich wie immer, wenn du direkt an privat verkaufst, sprich eben der Händler nicht dabei ist. Was auch ganz wichtig ist, du solltest natürlich erst den Kaufvertrag unterschrieben da haben, am besten schon das Geld für dein Tesla Model 3 bekommen haben, zum Beispiel per Überweisung, und dann dein neues Model 3 bestellen, sodass du dir wirklich sicher bist, dass du dein altes verkauft bekommst und dann eben halt zeitnah bestellen. Ich habe hier auch noch einen Tipp von einem Händler, über den einige jetzt schon das Auto verkauft haben. Der heißt Simon. Auch unten in der Beschreibungsbox findest du seine E-Mail-Adresse, sodass du ihn da direkt kontaktieren kannst. Also das heißt, aktuell im November gibt es die Möglichkeit, dass du dein altes Model 3 gegen ein neues tauscht und dabei sogar zusätzlich Geld bekommst. Was du natürlich bei der ganzen Sache beachten musst, du nutzt hier die entsprechenden Steuergelder über den Umweltbonus aus. Das musst du für dich selber klären, ob das für dich ein faires Geschäft ist oder nicht. Aber es gibt eben halt einfach jetzt diese Möglichkeit und die wollte ich dir nicht vorenthalten, sodass du entscheiden kannst, was du machen willst. Ganz wichtig, sie ist nur jetzt gültig. Meine Videos bleiben ja viele Monate, Jahre drin. Deswegen sage ich es nochmal ganz deutlich. Ich habe auch noch aus dem, ich glaube, April 2019 Video, wo immer wieder gefragt wird, funktioniert das noch, dass man das Tesla Model 3 maximale Reichweite nur mit Heckantrieb bekommt? Es ist wirklich ein Angebot, was nur so kurzfristig jetzt hier funktioniert. Es kann sein, wenn natürlich Dänemark die Förderung nächstes Jahr verlängert, wenn der Umweltbonus verlängert wird, dass das dann auch noch nächstes Jahr sinnvoll ist. Ja, ich hoffe, die Infos haben dir weitergeholfen. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kommentare hast oder natürlich auch Korrekturen, schreib sie gerne unter das Video in die Kommentare. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich natürlich, wenn du das wirst. Das kannst du ganz einfach machen, indem du auf das E-Auto und Point of Interest klickst, was jetzt in Kürze eingeblendet wird. Und ich freue mich natürlich darüber, wenn du den Kanal unterstützt, indem du zum Beispiel, wenn du jetzt ein neues Tesla Model 3 kaufst, einfach meinen Tesla Model 3 Empfehlungslink nimmst, der ist unter dem Video auch in der Beschreibungsbox, dann kriegst du 1500 Kilometer kostenloses Superchargen und ich auch, also für uns beide ein gutes Geschäft. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, also stell die Benachrichtigung ein, dann kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.